Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play jenseits der 50. Folge. Sollte man ja schon einige Erfolge vorweisen können, und für die, die das hier aufmerksam verfolgen, wir haben Erfolge gehabt, wir haben Rückschläge erlitten. Auf jeden Fall haben wir Musik. Heute ist das die wunderbare Band Typ Combo Zero Project mit dem Album E-World. Schönes Ambient Gedudel, welches uns einfach mal begleiten soll am heutigen Tag, Abend, Morgen, Mittag. Je nachdem, wann das jetzt wieder bei euch flimmert. Welche Folge das gerade ist, weiß ich nicht mal. Auf jeden Fall eine. Und es geht immer noch um dieses wunderschöne, wunderschöne, pompöse Stegchen hier, welches einfach mal dafür da ist, vom Wasser direkt bis in die Hauptlagerhalle zu gelangen. Das neue Hauptlager. Wir werden irgendwann auch die Kisten noch umpacken. Und jetzt kann man hier so raus und dann kann man da direkt zum Hafen laufen. Jetzt gucke ich gerade mal nach, ob ich denn alles noch bei habe, was ich brauche, um diesen Hafen jetzt zu bauen. Weil die Frage war ja noch, wo setzen wir ihn hin? Weil irgendwie hier direkt... So, ja. Die Frage war natürlich, wie kommen wir hier runter, ohne dass wir uns die Knochen brechen? So nicht. Ja. Das ist ja alles schön und gut hier mit dem Steg. Aber ich bräuchte ja auch einen Hafen. Also ein Pier. Wir könnten es ja einfach als so eine Art von Seebrücke nehmen. Wäre auch schön. Seebrücken sind ja sehr populär in Deutschland. Zumindest auf Usedom und Rügen gibt es sie. Ich weiß nicht, ob sie auch auf Sylt und ähnlichen Konsorten sowas gebaut haben. Das kann ich gerade nicht beantworten. Aber... auf Usedom ist es sehr beliebt und auf Rügen diese Seebrückengeschichte an sich. Und da könnten wir einfach mal das zur Seebrücke hier erklären. Dann braucht man ja nur weiter vorne im Meer quasi einen Fixpunkt. Den werden wir uns gleich mal ertauchen. Und was jetzt ein bisschen asslig ist, ist, dass es hier vorne keinen Aufgang gibt. Ist mehreren Tatsachen geschuldet, vor allem der Tatsache, dass wir oben keine Monster haben wollen. Ach ja, und es dudelt wieder schön vor sich hin. Diese schöne Musik. Ich lasse mal ein wenig weniger dudeln. Ein ganz klein wenig. Dass ich dagegen nicht so anbrüllen muss. So. Ja, besser ausgepegelt. Ja. Und darum soll es heute gehen, in dieser Folge. Um die Seebrücke. Wir fangen jetzt einfach mal an, sie ins Meer zu bauen. Bis zu einer Stelle, wo es schon ein bisschen tiefer ist. Ich würde mal sagen, die ist hier erreicht. Ja, da können wir von drüben auch noch ein bisschen was gegenbauen und so. Passt. Passt, passt, passt. Uiuiuiui. Da waren wir richtig schnell dabei. Naja, machen wir es mal jetzt einzeln. So.
Falls es Stilrichtungswünsche gibt, ich habe jetzt eben rausgefunden, dass Jamendo.com, also auch wenn die Startseite bei mir jetzt gerade etwas kaputt aussieht, ich weiß gar nicht, warum das so ist, auch wieder die Suche, so wie ich sie benötige, erlaubt, sodass ich auch nach Musik mal suchen könnte durchaus. Also falls es das Bedürfnis gäbe, eine bestimmte Stilrichtung hier mal platziert zu wissen, wäre ich dem nicht abgeneigt. Soll heißen, wünscht euch mal mittels der Kommentare eine Stilrichtung. Werd gucken, dass ich da was Adäquates ausbuddeln kann. Was wir dann hier im Let's Play uns zu Gemüte führen können. Also ich habe ja primär so Ambient-Kram immer gehabt. Ach, toll. Und das ist jetzt natürlich... Ja. Das ist natürlich ganz schlau, was ich hier eben gerade gemacht habe. Weil, wir wissen ja alle, es sind ja Treppen. Ach, wie soll ich die denn da hängen? Na, das wird ja was. Außerdem baue ich mir jetzt hier mal einen Aufstieg. Aber erstmal mache ich... So, rein ins Wasser. Und raus. Weil dadurch sieht es halt von unten auch einigermaßen okay aus. Sechs Fragezahl, ja, sechs. Und zwei, drei, zack. Sechs. Und drei, drei. Und drei, drei. Glück. Ja, genau. Genau so, wie wir das haben wollen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Da. So. Außerdem brauchen wir hier sowieso was Neues. Wenn es ins Wasser runter reicht, brauchen wir zumindest im Wasser... Hier. Mal sagen, zweier Höhe. Ja, das ist gut. So. Ja, es sieht doch vernünftig aus. Und hier kann man das so machen. Wobei mir das hier nicht so gefällt, wenn es hier so innen anliegt. Und das hier noch ein bisschen. Ja, ich weiß, ich habe das vor ein, zwei Folgen da erst hingetan, aber es muss weg. Soll ja hier auch einigermaßen schnuffig aussehen. Und die Schnuffigkeit war gerade definitiv nicht gegeben. Deswegen muss ich da oben jetzt gleich noch eher dran bappen. Aber das mit den... Das kommt, glaube ich, cool hier mit hin. Mit den richtigen Baumstämmen im Wasser. Aber ich glaube, ich mache das noch ein bisschen anders. Ich glaube, ich mache das kürzer. Den dünnen Stäbchen. Dafür die dicken ein wenig länger. Dann wirkt das nämlich echter. Schon so dann sein muss. Genau. Demzufolge muss das hier auch so sein. So. Bisschen pausenbehaftet, diese Musik.
wobei, das ist cool so. Ich lass mir bloß oben was Neues einfallen. Weil, das kann ich definitiv nicht bringen. Jetzt unter Wasser bin. Das geht total schief. Interessant. Das geht total schief, würde ich mal meinen. Ja, gut, den muss ich dann wegmachen. Das geht total schief. Es wäre zwar schön, das so weiterzubauen, aber da komme ich ja nicht mehr richtig ran. Ergo. Was machen wir denn da jetzt? Also erstmal machen wir hier natürlich sowas. Nicht schön, aber selten. Ich denke nur darum, hier mal schnell wieder hochzukommen, dass nicht jemand den ganzen Weg latschen muss. Ja, was machen wir denn da jetzt im Übergang? Ich könnte einfach wechseln auf voll Dings, aber das von unten anbringen muss, ist das echt zum Kotzen. So, nicht nur, dass das zum Kotzen ist, das hier ist auch zum Kotzen. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Da bist du. Da. Und da. Ich mach das einfach nur breiter. Wechsel hier auf was anderes. Oh, ich habe hier auch so eine Art Plattform, wo das dann sich abschließt. Ja, und ist ja ein Pier. Von daher. Na, Leuchtturm müssen wir auch noch bauen und den ganzen Krempel. So. Einmal. Ups. 1, 2. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, na toll. Alfenarsch. Na, das kann ja was werden. Ah, ja, vor allem das. Ach, Scheiße. Ich erinnere mich, da war ja was. Welche Taste muss ich denn drücken, um dieses blöde Mod auszuknipsen? Nee, die war es nicht. Nein, die war es nicht. Nein, die war es auch nicht. Ach, ein Creeper. Zwei Creeper. Blitzen wir mal wieder. Nach hinten. Nach oben gegangen. Siehst du, das muss ich dann gleich mal rausfinden. Wenn ich da unten jetzt umbauen will, echt scheiße, wenn das passiert. Gut, Mörkle. Das, was kommen sollte nach einem Gutsnächtle. Hab ich denn überhaupt noch genug? Ja, doch. Naja, passt schon. Da sind die Creeper noch da. Das ist mir jetzt aber auch egal. So, mal nachgucken wieder.
wie man diese scheiß Timbermod auskriegt. Das wäre doch echt mal eine Maßnahme, oder? Optionen, Steuerung, R, los. Zoom, Block auswählen, schleichen. Na toll. Ich weiß gar nicht, ob dahinter noch ein Knopf ist. Tja. Tja, dann werden wir das gewohnt mal mit eingeschalteten Timbermod probieren. Vor allem unter Wasser ist das jetzt toll. Und jetzt macht's plöpp und alle fallen runter, ja. Na super. Ich weiß ja immerhin schon. So, ja. Ach, bis zur Wasseroberfläche hat das bloß gemacht. Na, ist ja nett von ihm. Zack, zack, zack. Ja. Okay, cool. Und da. Ja. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Da macht das, glaube ich, keinen Einfluss. Genau. Zup. Zup. Ja. Ja, und hier kann ich ja dann die Anlegeplattform und so weiter bauen. Das ist schon okay. Wo ist denn der zweite Creeper hin? Ach, da hinten rundherum. Dies ist, glaube ich, okay. Hier bloß mit der Plattform. Ja, danke Gehirn. Hier bloß mit der Plattform irgendwie ein bisschen runter. So. Ja, mach ich erstmal massiv. Ich kann es ja nachher wieder etwas vom massiven Baustil ändern in etwas Luftigeres, was dann eher zu dem passt, was wir haben wollen. Zack. So. Ja, kann man denn immer noch mal. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einfach den Rand drum. Das ist dann die unterste Ebene. Kriegt dann auch noch mal ganz speziell etwas. So, auf jeden Fall kann ich jetzt ja von oben drauf hüppen und die Ebene nach Belieben erweitern. Und dann müssen wir es von unten irgendwie wieder ausschalen, ausschachten. Ja. Sinnvollste zu sein. Okay, hätte ich nicht machen müssen. Fällt gerade auf. Aber was ich hätte machen müssen, wäre mal ein bisschen Holz mitnehmen, ne? Naja, gut. Was soll's. Nehmen wir erstmal die hier. Das sind immerhin 44. Und das hier behalten wir es so. So. Ja. Danke. Für die Blumen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Na, war ja vielen Dank für die Blumen, ne? Vor allem, dass man für eine Comicserie eine Schlagergröße begeistern konnte. Für was zu singen. Oder beziehungsweise wurde einfach nur benutzt, oder? Ich weiß es gar nicht. Wurde es dafür produziert oder wurde es einfach nur benutzt? Dies ist mir gerade etwas unklar. So. So oft genervt haben, schmeiße ich sie jetzt einfach weg. Das hier verwandeln wir mal komplett in Bretter. Die brauchen wir jetzt sowieso.
viel eher als die Baumstämme. Die kommen nämlich gleich erst. So, die Fläche hier wächst gerade symmetrisch vor sich hin. So, irgendwann schon mal eine Errungenschaft des heutigen Tages. Und den komischen Berg da drüben müssen wir auch noch entfernen, aber ist auch egal. So, weil... Weil, warum denn nur? War die Frage, ne? Warum, wie und wo und was? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja. Jo. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Mitten dabei, ohne Ressourcen, mitten auf dem Ozean. Yay. Das würde ja heißen, das hier kommt alles wieder weg, weil es fehlt hier der Übergang zu dem anderen. So, den machen wir jetzt hier einfach und von unten können wir dann auch noch was dran klatschen. Weil das ist ja hier immer schon toll. Das heißt, das hier kommt alles weg, bis auf die da in der Mitte. Nicht noch ein Crafting Table? Ach, den habe ich sogar bei. Wow. So. So, sind immerhin 12. Zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. So, und hier kommt es nicht auch weg. Weil wir das hier... Oh, sorry. Ja, die nehmen wir wieder mit. Da oben muss erstmal eine Treppe rein. Der Creeper. Weiter in den Wald gelaufen. Ein Waldkrieperle. So. Oh, oh. Okay. Das geht jetzt immerhin schon. Dann kommt dann wieder die Dinger. So, so. Ja, die kommt auch wieder weg. Dann komme ich auch wieder so. Genau, damit passt es nämlich hier eher hin als vorne. So, und hier könnten wir das so machen. Dass es hier unten so massiv ist, ist jetzt auch nicht gerade toll. Das können wir ein bisschen aufweichen. Das dann aufweichen. Na, darunter muss dann wieder was sein. Da können wir auch wieder mit Treppen arbeiten. Hm. Sollte ich mir vielleicht eher ein Boot bauen für die Aktion hier? Kann ich vom Boot aus arbeiten? Bestimmt nicht, oder? Also nehmen wir erstmal das Holz hier wieder mit. Soweit ich denke, ich muss da oben nochmal zählen gehen. Auf jeden Fall fehlen darunter noch einige Sachen, die ich dann auch noch machen muss. Also da müssen noch Baumstämme drunter unter den Ecken hier. Aber die habe ich ja gerade nicht mehr. Also muss ich eh mal zurück. Ich will mal zählen gehen. Da wird gezählt und gezählt. Und am Ende kommt doch nur 3 bei raus. Nein, es kommt 5 bei raus
Und hier in der sind es sogar 7. Oh, das sehe ich ja. Also es sind 5 nach hinten. Also, 1. Klettern oder so. Was ist das für ein geiler Effekt? Weiter paddeln. Beim Wasser passiert uns ja nichts. Ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, gebe ich ja auch gut und gerne zu. Ach, siehst du, Hunger haben wir auch schon wieder. Aber gut. Tauchen gehen. Vor allem, dass ich mit Eisenrüstung auch noch schwimmen kann, finde ich toll. Ein Hoch auf die Minecraft-Physik und auf den, der sie dann irgendwann ändert. So. Habe ich das jetzt leer? Ja, ich habe es leer. Ui. So. Ich habe noch 3 Treppen. Reicht vorne und hinten nicht. Hier sind meine Spinnen. Spinnen sind scheiße. So. So, unten drunter ist es ausgeschaltet, ausgeschachtet. Das heißt, na, wir können jetzt nur noch da, aber ist egal. Es geht nur darum, dass es ein wenig unmassiver wirkt. Da können wir hier überall halt so dann machen. Und so. Dann machen wir hier mal noch in der Mitte. 3, 4. Da ist die Mitte. So. Ist das denn angesetzt? Na, das ist doch okay. Die ist doch okay. So, halbe Album haben wir auch schon wieder hinter uns. Ja, es ist Nacht, das wissen wir bereits. Latschen wir mal kurz eben zum Bett. Also gut, ich hätte jetzt hier auch mal eins hinstellen können, aber das wäre jetzt auch übertrieben gewesen. Irgendwie. Weil wir laufen noch diesen Weg durch unsere Melonenbeete gerne an den Katzen vorbei. Machen noch ein paar Türen auf und zu und legen uns flugs ins Bett. Und erfreuen uns daran, dass der Tag wieder erwachte. Vor allem erfreuen wir uns an neuem Holz. Ja, der Rest ist jetzt auch egal. Siehst du, ich muss dann wieder auf die Baumfarm. Ich müsste mal unterschiedliche Bäume noch drauf pflanzen. Aber das Standardholz ist eigentlich auch jetzt am besten. Vor allem, da wir hier alles damit gebaut haben außerhalb. Innen drin habe ich ein bisschen probiert, mit unterschiedlichen Holzsorten zu arbeiten. Habt ihr in den letzten Folgen gesehen. Aber so ganz will sich mir das nicht erschließen. Das sieht so unterschiedlich aus und es ist eigentlich auch komplett irrelevant, welches Texture Pack man wählt. Es bleibt einfach beschissen. Also mein Empfinden. So, apropos Dinge, die beschissen bleiben.
64. 64 Treppen. Ja, von den Slabs brauche ich jetzt auch nichts weiter. Springen einfach mal wieder ins kühle Nass. Hallo, Oktopus. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Duck, duck, duck. Wobei, das mit den Treppen finde ich schon ein geiles Feature, dass das jetzt geht. Ja, vor allem das ist jetzt ein tolles Feature. Das habe ich ja jetzt auch rausgefunden. Nachdem es einmal Nacht wurde, korrigiert sich das mit den Schatten. Es muss irgendwie noch einmal Nacht werden, dann geht das auf einmal. Ist mir jetzt eigentlich auch ziemlich wurscht. Und egal, aber das hier sollten wir vielleicht noch durchziehen. Zack. Solange wir noch Luft haben. Immer wieder gerne durchgezogen, wenn man Luft hat. Wenn ich keine hat, wird es etwas schwer damit. So, zack, 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 zack. Zack. Ui. Zack, 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 zack. Zack. Zack, zack. So, damit steht es auf sehr stabilen Säulen. Unser kleines Offshore-Experiment der Seebrücke. Also es fehlt hier noch ein bisschen Geländer. Das sollte jetzt auch nicht so abrupt hier enden. Sondern eher andersrum. Machen wir es mal noch ein bisschen größer. Weil dann können wir davon auch gleich noch den Übergang schaffen zu der anderen Island. Island. So. Es fehlt hier natürlich noch das Wichtigste. Es muss halt noch ein Zäunchen drumrum. Ja, damit das nicht mehr passiert. Um das jetzt mal kurz unter Beweis gestellt zu haben, dass es sich lohnt, einen Zaun zu haben. Habe ich das jetzt nur für euch getan. Zeigen. Ich wusste gar nicht, dass Bäume natürlich auch mit unterschiedlichen Blattsorten aufwarten können. Und da ist meine Festplatte kaputt. Naja. So. Oh, oh. So, so, so. Naja. So, oh. So, es ist die Mitte. So, und hier haben wir auch gleich Nachgang. Finden wir unsere Mitte. Da ist eigentlich die Hauptmitte. So. Der Crafting Table verschwindet hier ja noch. Ja. Das ist okay. So. Ja. Muss noch einen weiter. So, dass man da nicht rausfällt aus Versehen, wenn man da langläuft. Rausspringen kann man immer. Das geht auch bei normalen Seebrücken. Da kann man gar nichts gegen tun. Das ist halt Seebrücken immanent, dass man da auch springen kann. Dann machen wir ein paar Fäckerchen drauf auf unsere schöne Seebrücke. Na, na. Willst du denn da nicht drauf? Ja, super, siehst du aus. Schnuffig, tuffig. Ach, zwei habe ich noch über. Passt ja gerade auch zu dem. Das klingt irgendwie, also, naja. Es heißt Moonflight. Ja.
und wer es auf, keine Ahnung, wo läuft denn sowas, auf TV Berlin zum Beispiel. Oder nein, nein, bundesweit bekannt dafür wäre dann doch eher das Vierte, ne? Also wer diese Musik schon mal im Vierten nachts gehört hat, hätte besser umschalten sollen. Wäre besser gewesen für ihn. Oder sie. Aber höchstwahrscheinlich doch eher für ihn, wie Forscher aus dem wunderschönen Kanada jetzt bewiesen haben. Die hatten nämlich was vor. Die wollten nämlich eine Studie machen über Männer, die keine Pornografie konsumiert haben in ihrem Leben. Um zu gucken, was mit ihnen passiert, wenn sie denn das mal tun. Und dann stellten sie fest, dass sie keine Männer fanden, die das so gemacht hatten. Also bisher nicht gemacht hatten, Pornografie konsumiert. Welch wissenschaftliche Erkenntnis. Alter, klingt echt nach Soft-Porno-Musik. Kann mir nicht helfen. Also ich mach das jetzt mal so. Weil das andere ist mir echt zu aufwendig. Dann ändert sich zwar das Pattern hier so ein bisschen bis hier rüber, aber es ist halt etwas massiver als vorher. Ja. Das könnte man jetzt auch noch... Warte mal. Ich habe da noch Zeug bei. Genau. So, Bretter. Ja, jede Menge Slaps. Viel zu viele, wenn er mich fragt. Aber, naja, komm dann in die Kiste. So, das sind dann so kleine Cs. Aber, na, man kann da immer noch rüberlatschen. Ja, so ist das schon ganz okay, glaube ich. Mal sehen, wie es von unten dann aussieht. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Das ist jetzt einfach eindeutig die unaufwendigste Sache, die man hier tun kann. Also vielleicht muss es dann irgendwann korrigiert werden. Ich habe wirklich gerade so gar keinen Juster, jetzt Erde drauf zu klatschen, um die dann wieder runterzuholen und da unten dran rumzuschwimmen. Scheiße. Also, ich keinen Bock zu. Toll, ich habe mir meinen Aufgang hier abgebaut. Wie sieht es denn aus? Ja, es wirkt jetzt dadurch ein wenig klobiger bis hier vorne. Ach, ist eigentlich auch nicht schlimm, oder? Also eigentlich schon, aber ich ignoriere es jetzt einfach mal geflissentlich. Wir werden hier unten sowieso nicht mehr langlaufen. Beschließe ich damit, dann fällt es gar nicht auf. Von oben fällt es sowieso nicht auf. Und ja, wenn's... Also, schreibt es in die Kommentare. Ich kann es nur mal wieder sagen, dafür ist diese Funktionalität da. Am besten mit einem Link auf die Videominute, um die es geht. Darum würde ich sowieso bitten. Siehst du, das beim letzten Mal gar nicht... Na, jetzt wird schon wieder Nacht. Beim letzten Mal gar nicht eingefallen, dass ich das ja eigentlich sagen wollte. Ich wollte ja sagen, wenn ihr irgendwie was beantwortet, was ich so frage... Wäre es total lieb, wenn ihr dazu schreiben würdet, wann ihr die Frage meint, wahrgenommen zu haben, die ihr nun unbedingt beantworten musstet. Das hat jetzt wenig damit zu tun, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier gemacht habe. Also eigentlich hat es damit ganz viel zu tun, aber so nach N Minuten, also... Keine Ahnung, ich bin dann schon so 5, 6, 7 Stunden weiter hier und dann antwortet jemand mal auf eine Frage, weil er es gerade gefunden hat. Ist ja auch total toll, dass er es tut, aber es wäre super, wenn er dann noch referenzieren würde, auf was er antwortet. So parsbares Web und so mäßig. Ach, hier ist auch so duster wieder hier in der Mitte.
ich jetzt hier? Hier. Ne. Hilft nicht. Definitiv und gar nicht hilft das. Wobei das hier oben ziemlich cool aussah. Mit dem dann. Dann sieht es da unten wieder scheiße aus. Weil mir der Abschluss hier eigentlich gut gefällt. Also man kann zwar hier rüberlaufen und so. Also man kann sich da definitiv die Haxen brechen dran, aber irgendwie so ein bisschen Gefahr bräuchte man ja auch manchmal im Leben. Ich könnte das jetzt so machen. Also kann ja nicht immer alles so sicher hier sein. Ich das jetzt hier einfach hochziehe. Wirklich hochziehe. Hallo. Ja, danke. 50 mal springen, einmal treffen. Willkommen in der Planlosigkeit in Klötzchenform, Mary. So komplett Banane daneben gehauen. Das ist mir auch jetzt schon lange nicht mehr passiert. Genau, und dann könnte man das hier noch hier so... Könnte man, wenn man genügend Zäune dabei gehabt hätte. Hätte man können quasi. Das kann ich daraus nur wieder Sticks machen. Und aus den Sticks kann ich jetzt hier Zäune machen. Aber... Ja. Na gut, 6 reichen jetzt auch erstmal. Einer reicht. Dann machen wir das nämlich. Ja, zum Glück habe ich jetzt alles Holz verbraucht. Machen wir das nämlich so. Ach nee, das so nicht. Warte, dann das noch weg. Genau. Nämlich der dazwischen. Und der noch weg. Nehme ich der dazwischen. Dann machen wir das hier so. Und, ja. So. Also abzüglich des ersten hier. Welche natürlich von sich aus gesehen ziemlich bescheuert da hing. Genau. Genau. Und da es hier ja nach unten geht, könnte man das ja auch hier so verlängern. So. Hätte man ja so eine Art Dächli hier. Und dann könnte man hier sowas total Cooles machen. Und zwar so ein Pömpel an die Seite. Könnte man auch so machen. Wäre irgendwie schlauer, ne? So. So. Und ein Pömpel. Und den Pömpel brauchen wir jetzt nämlich nur für eins. Und zwar dafür. Um Licht dran zu befestigen. So. Na, wobei, ich könnte ja auch bis nach unten wieder ziehen. Ja. Ich müsste allerdings das Ding weichen. Und würde gegen so ein Ding getauscht. Na, ist doch okay.
ist doch okay, würde ich mal sagen. Das hier und dann das. Genau, damit haben wir jetzt hier nämlich so ein Ding des Kirchens. So, und damit es nicht ganz so verloren aussieht. Ist nämlich genau so. Und das hier ziehen wir einfach auch noch eins weiter. Nehmen den hier weg. Bauen den da drauf. Genau. Ja, dann können wir hier nämlich genau das gleiche machen. Aha. Mann, ist das schlau. Ja, und ich weiß, ich bringe schon wieder viel zu viel Licht an, aber man kann nie zu viel Licht haben. Nee, in der Mitte ist sogar noch ein bisschen zu wenig. Da könnte sogar noch was spawnen, aber... Das hält sich hier in Grenzen. Der ist nämlich vor allem dafür da, dass man hier so nicht... Man kann hier zwar durch, aber man kommt nicht so richtig durch. Die weg. Machen wir die mal weg hier. Zumindest ein. Ja. Ja, 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 es kann weg. Das war am Anfang eine super Idee, aber jetzt brauchen wir sie ja einfach nicht mehr. Ui. So. Ui. Außen dran vorbeigelaufen. Ach, ein Creeper. Und ein Zombie, der baden geht. Ich dachte, ich hätte hier ein Stück... Dings verloren. Naja. So. Dann muss ich jetzt den langen Weg einmal laufen. Es geht nicht anders. Aber ich glaube, das ist so ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, wie wir... Ja. Puh. Ist die Spinne krepiert beim Runterfliegen? Schwein gehabt oder ist, wartet die jetzt hier oben auf mich? Nö. Na, Schwein gehabt. Was sieht denn das von hier aus? Also von hier wirkt's eigentlich ganz gut. Wobei man sich glatt überlegen könnte, ob man hier überhaupt diesen Pömpel haben will noch. Könnte das jetzt auch so und so machen. Könnt ihr mal wegnehmen? Na, wirkt es ein bisschen massiver. Na, man könnte hier sogar. Warte. Nehmen wir den mal noch weg. Ach so, das stimmt ja. Er denkt ja, es wäre Stein. Ja, das ist wiederum Holz. So. Wenn man das nämlich so macht, dann könnte man das hier glatt nämlich so. Nee. Oder? Doch. Doch. Doch, doch, doch. Genau so. Weil das ist ja Stein angeblich. Und das ist Holz. Und zwar nicht nur angeblich, das ist wirklich welches. So, dann könnte man hier wiederum das machen. Und hier könnte man das machen. Genau, dann würde sich das hier so fortsetzen. Das ist doch gut. Kommst mit. Ah, wie die Form bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber hier sieht es ganz cool aus eigentlich. Ja, und hier planscht alles. Deswegen ist dieser Steg so toll, weil er ist super beleuchtet. Und hier unten planscht wieder alles. Ich könnte ja in der Höhe auch nochmal, dass ich das runterziehe vielleicht. Ja, machen wir gleich mal. Hui, jede Menge Zeug. Na toll. Soll ich denn da rankommen? Ja, da komme ich überhaupt nicht dran.
Das ist der Trick dabei. Da kommt man nicht mehr dran. Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Ah, super. Naja, soll sich da drehen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist mir auch egal. So. Dann können wir das nicht so machen. Ah, wie wäre es so auf Augenhöhe? Ja, ich glaube, es ist besser. Ich glaube wirklich, das ist besser. Ja. Ja, da oben braucht man nicht so viel Licht. Also gut, jetzt könnte oben drauf wieder was spawnen, aber man kann sie ja auch nicht gegen alles gefeit machen. Das hat man ja schon. Das Problem. Hat mir ja schon angesprochen. Gerade eben. So ganz ohne geht's halt auch nicht. Es soll ja auch irgendwie rein optisch und so, ne? Soll es ja mal toll aussehen. Das sieht jetzt schon aus, als ob da Knubbel gewachsen wären. Das ist doch schon mal grundsätzlich eine Steigerung zu vorher. Vor allem die Lichthöhe gefällt mir besser. Das heißt, es leuchtet hier in der Mitte auch alles schön aus. Gut, das können wir oben drauf nochmal gucken. Ein bisschen hübsch. So, und dann haben wir hier jetzt halt die Möglichkeit, ein großes Schiff zu bauen. Oder hier, eher hier mitten im Wasser. Und hier drüben haben wir ja noch dieses Inselchen, von dem aus wir weiter zum nächsten Eiland und zum nächsten Sumpf rennen könnten. Aber ich glaube eher, dass ich hier meine Schäufelchen nehme. Einfach mal hier mal möglichst an die Kante stelle. Und jetzt einfach mal ganz dreist wieder mal Terraforming betreibe. Ach, da komme ich schon wieder nicht ran. Ja, so. So viel Terraforming für heute. Meine Musik hier ist alle. Wenn Musik hier alle, dann ich auch alle. Alle, alle, heia, heia. Und so. Folge kommt am Morgen, Dienstag, Nacht raus. Ja. Ist doch ganz schön, oder? Genau, hier. Dann, beim nächsten Mal machen wir dann ein bisschen Terraforming. Hauen das ganze Ding hier weg. Bis rüber zum Festland. Und dann haben wir es doch eigentlich schon. Ich sagen. So, und da ich weiß, dass ihr es sehen wollt, wie ich den Creeper fertig mache, mache ich den jetzt einfach mal noch fertig. Auch ganz ohne infantiles Gedudel im Hintergrund mache ich den Creeper jetzt sowas von platt. Na, komm her. Mal sehen. Doofes Creeper. Vieh. Doofes. Doofes. Doofes, doofes. So. Genau. Und dann kann ich ja mal zeigen. Das hat mich die ganze Zeit schon gestört. So sieht das jetzt aus von der Seite. Das wäre doch schön. Und das ist schön am Boden befestigt. Okay, wenn wir die Insel da so ein bisschen weghauen, dann bleibt da trotzdem so ein Steg. Ach, vielleicht sollten wir sie sprengen. Was haltet ihr denn davon? Wir könnten sie sprengen. Dann machen wir das doch mal. Also, wenn ihr das sehen wollt mit dem Sprengen und so, wisst ihr was? Ich hau es jetzt einfach mal. Es ist ja schon quasi Dienstag. Ich hau jetzt beide Folgen raus. Vielleicht sieht sie ja dann auch schon jemand. Und falls dem so ist,
Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das weghaben wollt. Ich könnte jetzt mühsam das abgraben. Oder ich könnte auch ganz einfach mit Sägespänen und so weiter und meinem gesammelten Schwarzpulver von immerhin 30 mal Schwarzpulver. Könnte ich mir ja auch ein-, zweimal TNT gönnen. Weil Redstone haben wir auch da, um es anzuzünden. Und wenn wir das haben, könnten wir einfach diese Scheißinsel da dem Erdboden gleich machen. Dann können wir das wegsprengen und dann sieht es danach auch total übernatürlich aus. Oder so. Also wahrscheinlich ist das Wasser so im Arsch, dass wir dann mit Eimern anfangen, gefühlte 2 Stunden lang das Meer wieder aufzufüllen. Aber Eimer haben wir ja zum Glück auch genug. Ach, da habe ich sogar noch. Ach, siehst du, wir haben sogar noch mehr. 32. Naja. Dann hauen wir die gleich mal noch raus. Ihr könnt es euch angucken. Wir freuen uns alle darüber, dass sie existiert. Und ja, bis dahin in die nächste, nun bald folgende. Guten Appetit. Gen Ende Aufnahme. Bis dahin wünsche ich noch ein Wohlgefallen. Damit. Der Hotkey funktioniert immer noch nicht. Aber ich kann zoomen. Katze! Bye bye.